Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Eine Frage, die so alt ist wie die Menschheit selbst. Fahrradhelm, ja oder nein? Unter den Videos von der Eurobike 2023 musste ich einiges an Kritik einstecken, weil ich bei den Probefahrten keinen Fahrradhelm getragen habe. Und das als Vorbild. Unit One hat mir diesen Helm hier zugeschickt, den Faro, damit ich den einmal teste. Aber das haben andere schon gemacht, das finde ich ein bisschen langweilig. Deswegen werde ich den Helm nutzen, um das ganze Thema mal etwas allgemeiner anzugehen. Denn 2021 haben laut BAST ein Drittel der Fahrradfahrenden im Alltag einen Helm getragen. Und das ist ein neuer Höchststand. Aber das heißt auch, dass zwei Drittel keinen Helm getragen haben. Warum nicht? Vielleicht, weil es einfach schlecht aussieht. Ich meine, es hat sich deutlich gebessert, aber die meisten Fahrradhelme für den Alltag sehen einfach nicht gut aus. Zum Glück gibt es aber einige Hersteller, die das ändern wollen. Alltagsfahrradhelme von heute müssen nicht aussehen wie 15 Jahre alte Profi-Rennradhelme. Der Faro zum Beispiel bekommt durch sein Design eine ganz eigene Ästhetik. Hier mit diesen Belüftungsöffnungen, mit diesem Mesh hier hinten dran und so einer insgesamten Form, ein bisschen wie so ein Reiterhelm. Es sieht überhaupt nicht so aus wie ein klassischer Rennradhelm. Und dann hat er noch ziemlich viele coole Details. Und diesen Helm hier zum Beispiel gibt es auch noch in coolen Farben. Also kauf einen Helm, den du cool findest und der auf deinem Kopf gut aussieht, weil ansonsten wirst du ihn nicht tragen. Und es gibt auch deutlich günstigere Optionen als diesen hier, denn das hier ist ein 240-Euro-Helm. Außerdem Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Ja, Helme kosten Geld. Und wenn man eine ganze Familie damit ausstatten möchte, kommt ganz schön was zusammen. Und dann sollte man Helme auch noch nach jedem Sturz austauschen oder halt nach 5 Jahren. Damit so ein Helm wirklich 5 Jahre hält, muss man entweder pfleglich mit ihm umgehen oder einen kaufen, der möglichst hochwertig ist. Und da gibt es verschiedene Bauformen. Der Faro zum Beispiel hat hier oben eine ABS-Hartschale. Das ist generell bei Alltagshelmen eine ganz gute Idee, wenn man den Helm häufiger mal irgendwo hinlegt. Denn diese ABS-Hartschale, die ist robust und die schützt das darunterliegende EPS, das nachher für die eigentliche Sicherheit verantwortlich ist. Was bei diesem Helm dann auch noch der Fall ist und was bei vielen anderen hochwertigen Helmen sichtbar ist, ist, dass hier unten das EPS auch noch mit einer Kunststoffschicht geschützt wird. Dadurch hält ein Helm insgesamt länger, weil dieses Kunststoff eben widerstandsfähiger ist als das EPS. Der Helm zerkratzt nicht so schnell und geht nicht so schnell kaputt. Also wenn ihr einen Helm sucht, der wirklich möglichst lange halten soll, dann würde ich einen Helm empfehlen, der eben oben eine ABS-Hartschale bietet und zumindest hier unten noch so ein bisschen geschützt ist. Eventuell auch, wenn die ABS-Hartschale hier über den EPS-Rand geht. Allerdings muss man nicht über 200 Euro für einen gut verarbeiteten Alltagshelm ausgeben. Es gibt sehr gute Helme für unter 100 Euro, es gibt sehr gute Helme für unter 50 Euro, besonders wenn man so ein bisschen die Angebote checkt. Dieser Helm hier hat allerdings noch ein paar weitere Features, die ihn nachher teurer machen. Und das ist auch auf den Punkt Sicherheit und Sichtbarkeit bezogen. Ein Pro-Helm-Argument ist, dass man damit deutlich besser gesehen wird. Entweder durch eine besonders auffällige Farbe, durch reflektierende Elemente am Helm oder bei smarten Helmen durch aktive Beleuchtung. Mithilfe der App kann man bei diesem Helm verschiedene Beleuchtungsszenarien einstellen. Nicht nur hier für diesen roten Streifen oder hier für diesen weißen Streifen, sondern hier hinter diesem Stoffmaterial befinden sich 46 LEDs, die Aufmerksamkeit erzeugen können. Und Unit One spricht davon, dass dieser Helm über 500 Lumen Leuchtkraft insgesamt erzeugen kann. Also wenn man damit nicht gesehen wird, ist es natürlich nicht der einzige Helm, der so eine aktive Beleuchtung bietet. Aber kaum einer ist so vielseitig wie dieser hier. Und kaum einer auch ist so hell wie dieser hier. Wobei das tatsächlich nicht unumstritten ist, denn so eine Beleuchtung am Helm kann eine reguläre STVZO-Ausstattung nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Und wenn man es dann hier mit den Lichteffekten übertreibt, dann kann es auch sein, dass man andere Verkehrsteilnehmende ablenkt und somit eben nicht für ein Sicherheitsplus, sondern für ein Sicherheitsminus sorgt. Aber sinnvoll eingesetzte Zusatzbeleuchtung ist definitiv ein Sicherheitsplus. Denn der Helm überragt in den meisten Fällen andere Autos und andere Verkehrsteilnehmende und kann somit auch in unübersichtlichen Verkehrssituationen schneller und besser erkannt werden. Aber der Faro kann hiermit noch mehr, denn das ist die Fernbedienung für den Blinker. Den kann man einschalten, wenn man zum Beispiel gerade keine Möglichkeit hat, ein Handzeichen zu geben. Und hier drin ist auch ein kleiner Accelerometer, der dafür sorgt, dass, wenn man bremst, hier ein großes Bremslicht eingeschaltet werden kann. Das finde ich ziemlich cool. Er setzt wiederum kein Handzeichen, aber es ist ein zusätzlicher Sicherheitspunkt. Also diese ganze Blink- und Leuchtgeschichte, die im Alltag für mehr Sichtbarkeit sorgt, ist ohne Helm nur schwer möglich. Allerdings muss man auch sagen, dass die Akkulaufzeit nicht sonderlich lang ist, wenn man hier wirklich alles einschaltet. Der Helm lässt sich natürlich auch mit leerem Akku ganz normal fahren und er hat alle Sicherheitsfeatures. Nur die Beleuchtung
da muss man halt immer wieder dran denken, dass man das Ding lädt. Aber Tillmann, ein Fahrradhelm bringt doch eh nichts. Du bist ja schon so oft mit dem Fahrrad hingefallen, aber nie auf den Kopf. Du hast ja alles andere kaputt gemacht. Ja gut, das stimmt. Also Hände, Arme, Schultern und Beine kommen beim Sturz natürlich eher auf den Boden auf als der Kopf. Aber wenn der Kopf auftrifft, dann ist halt doof. Bei einer Auswertung der UDV in 2014, bei der Unfälle mit Radfahrenden ausgewertet wurden, wurde erkannt, dass bei Radfahrenden, die einen Helm trugen, höchstens leichte Kopfverletzungen auftraten, im Gegensatz zu Radfahrenden, die keinen Helm trugen, bei denen deutlich schwerere Kopfverletzungen beobachtet werden konnten. In der gleichen Studie wurden auch 117 tödliche Fahrradunfälle untersucht, bei denen nur 5% der Getöteten einen Helm trugen. Aber bei fast allen wurden Kopfverletzungen festgestellt und bei über 50% ein Schädel-Hirn-Trauma. Und laut einer BAST-Studie von 2016 war der Anteil der Kopfverletzungen bei stationär Behandelten, die keinen Helm trugen, fast 10-mal größer. Was macht so ein Fahrradhelm denn überhaupt sicher? Helme sind so konzipiert, dass sie die Energie eines Aufpralls über eine größere Fläche verteilen, als das bei einem unbehelmten Kopf der Fall wäre. Und dafür maßgeblich wichtig ist das EPS oder Styropor, das sich in jedem Fahrradhelm befindet. Und Styropor kennt man so aus der Verpackung hochwertiger Großgeräte. Und wenn dein teurer Fernseher in der EPS-Verpackung kommt, warum dann nicht dein Kopf? Der Faro und viele andere Urban-Helme mit so einem Design ist dann auch noch hier sehr weit runtergezogen und sitzt sehr tief auf dem Kopf, sodass möglichst viel von der Rübe geschützt ist und auch die Schläfe hier zum Beispiel gut geschützt ist. Und auch von der Breite her ist er breiter als so manch ein Rennradhelm und bietet dann auch seitlich nochmal einen größeren Schutz. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass zuerst der Helm auf den Boden auftrifft und nicht dein Gesicht zum Beispiel. Ein Argument vieler, warum sie keinen Fahrradhelm im Alltag tragen, ist tatsächlich die Frisur. Gut ist, dass viele Helme mittlerweile einen Frisurkonservator haben, nämlich MIPS, das Multidirectional Impact Protection System. Kommt natürlich aus Schweden, dem Land der Volvos, und soll dafür sorgen, dass sich der Helm auch bei großer Belastung, bei einem Aufprall, noch auf dem Kopf ein bisschen bewegen kann. Das soll dafür sorgen, dass bei einem schrägen Aufprall die Stoßenergie besser absorbiert werden kann. Gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Iterationen, und der Faro und viele andere Helme haben diesen klassischen gelben Liner, der nebenbei auch noch die Frisur erhält. Über die Wirkung von Fahrradhelmen gibt es mittlerweile mehrere Studien, und die Studienlage zeigt, dass Fahrradhelme wirken. Durch das Tragen eines Fahrradhelms werden zwischen 20% der Kopfverletzungen bei Leichtverletzten und 80% der Kopfverletzungen bei besonders Schwerverletzten vermieden. Zu diesem Schluss kommt das BAST nach der Auswertung diverser Studien. Und der Unit One Faro bietet dann auch noch eine Crash Detection, die registriert, wenn du stürzt, und kann dann über das Smartphone automatisch einen Notfallkontakt kontaktieren. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du den Helm auch trägst. Und dafür muss er passen. Der richtige Helm ist wie der richtige Sattel. Eine ganz persönliche Sache, denn jeder Kopf ist unterschiedlich groß und deswegen gibt es bei den meisten Helmen auch verschiedene Größen. Und viele Hersteller geben auch an, für welche Kopfform der Helm am besten geeignet ist. Auf jeden Fall würde ich es vermeiden, den erstbesten Helm zu kaufen und dann auch zu behalten, selbst wenn er nicht richtig passt. Dieser Faro hier zum Beispiel ist eher für längliche Köpfe geeignet. Ich habe den jetzt in der größten Größe in L und der ist auch für Köpfe von 59 bis 62 cm Kopfumfang geeignet. Aber für eher längliche Köpfe, für meinen Quadratschädel, ist der Helm eher nichts. Ich musste dann hier diese Polster rausnehmen, damit er mir gut passt. Aber das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Achtet dann auch darauf, dass der Helm richtig auf eurem Kopf sitzt. Nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne, sondern genau richtig, dass der Riemen hier unten lang genug ist, sich korrekt schließen lässt und dann auch die Riemen unter dem Ohr entlang laufen und nirgendwo einschneiden. Und zu guter Letzt sollte natürlich auch der Verstellmechanismus hier zu eurem Kopf passen. Wenn der Helm noch so gut aussieht, aber nicht auf euren Kopf passt, dann ist es einfach nicht euer Helm. Und was dann auch maßgeblich zum Tragekomfort beiträgt, ist das Gewicht des Helmes. In-Mold-Helme sind tendenziell leichter als Hartscharnhelme und dumme Helme sind leichter als smarte Helme. Das heißt, das hier ist ein ganz schönes Schwergewicht, das sich dann hervorragend dafür eignet, für eine aufrechtere Sitzposition im Alltag Fahrrad zu fahren, aber weniger für den sportlichen Einsatz, wogegen auch die relativ geringe Belüftung spricht. Also bei heißen Tagen kriegt man auch einen relativ heißen Kopf. Insgesamt werdet ihr nur dann einen Helm tragen, wenn er euch gefällt, wenn er gut sitzt und euch nicht stört. Oder wenn ihr hundertprozentig davon überzeugt seid, dass Helmtragen das Richtige ist.
So wie ich. Hä? Aber wenn du so ein Helm-Heino bist, warum hast du dann auf der Eurobike immer deinen Helm weggelassen? Erklär das mal. Infrastruktur. Fahrradunfälle mit Autobeteiligung tragen ein deutlich größeres Risiko für schwere Verletzungen als Alleinunfälle oder mit anderen Fahrradradelnden. Und auf der Eurobike habe ich, wie die meisten anderen auch, mich dagegen entschieden, weil einfach keine Kraftfahrzeuge unterwegs waren, sondern insgesamt eine sehr gute, abgesperrte Strecke war und ich mich insgesamt auch ohne Helm sicher gefühlt habe. Und wenn du zum Beispiel in einer Stadt mit der perfekten Fahrradinfrastruktur lebst, dann magst du dich vielleicht auch ohne Helm sicher genug fühlen, um im Alltag einfach ohne Helm Fahrrad zu fahren. Wenn es das denn gibt, die perfekte Fahrradinfrastruktur. Mit einem smarten Helm wie dem Unit One Faro werdet ihr wahrscheinlich im Alltag besser gesehen, schneller gesehen und könnt eventuell den ein oder anderen Unfall vermeiden. Von der Verminderung der Unfallfolgen mal abgesehen. Aber wie seht ihr das? Seid ihr im Alltag mit Fahrradhelm unterwegs? Oder ist das in eurer Gegend nicht notwendig? Sagt es mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann. Ach so, zwei Mythen noch aus dem Weg geräumt. Erstens, Autofahrende verhalten sich gegenüber behelmten Radfahrenden nicht generell aggressiver. Und zweitens, behelmte Radfahrende fahren auch nicht risikofreudiger als ohne Helm. Das sind beides Studien, die mehrfach widerlegt wurden, aber immer gerne als Argument genommen werden gegen das Helmtragen. Quellen findet ihr natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Tschüss.